Schönen guten Abend, gerade so richtig verträumt gewesen mit Lordi. War Zeit mit dir, jetzt sind wir da. Domin, schönen guten Abend, du streamst auch, habe ich gesehen. Und Kudo, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Und Lordi im Discord, schönen guten Abend. Wir haben unser Multiview-Dings angepinnt. Drei. Brody, du bist ja auch da, einen schönen guten Abend. Guckt mal hier, bei der lieben, werten Domi drüben. Lasst mal ein Follow da, lasst mal viel Liebe da, falls ihr noch nicht habt. Ich stöße auch gleich zu uns, wir sind in Scum heute unterwegs. Brody, wie geht's dir? Schön, dass du da bist, Mensch. Alter, hau Ding, du. Oh, sag mal. So, machen wir mal den Browser zu. Brody, wie geht's dir? Alle senkrecht? Alle. Ja gut, alle senkrecht. Bei dir fragen wäre jetzt eine doofe Idee. So. Ist noch keiner online in Scum. Kann ich noch Blödsinn machen? Muss soweit. Sehr schön, das freut mich, Brody. Lieber so, als wenn es schlechter geht. Na? Wir müssen mal wieder ein bisschen was zusammen machen, Mensch. Es beginnt zu regnen. Wasser-Pokémon werden im Safari erscheinen. Geldprämie um 50% erhöht. Guck mal, Pokémon-Community Game. Emotional Damage. Domi, schönen guten Abend. Hallo Domi-Chat, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo Schlumpi-Chat. Tschü. Das Pokémon-Community Game hat mir gerade gesagt, es beginnt zu regnen. Wasser-Pokémon werden im Safari erscheinen. Geldprämie um 50% erhöht. Wow. Okay. Ja, es wird ein feuchter Abend heute. Feuchte Abende sind die besten. Hast du mal gehört? Ja, dann spielen wir heute Scum in Venedig, gar keinen Bock. Aber ja, Venedig. Ja, aber Venedig. So. Schön. Unser Brudi ist auch mal wieder da. Ich habe die Multilink auch angepinnt. So. Großartig. Verläuft sich doch wieder. Ach, Kuno. Ich verlauf mich doch nicht. Ach, ich entdecke neue Wege. Ach, der Stänkerbär ist auch da, ja? Sehr schön. Ja, Stänkerbär ist auch da. Sehr schön. Genau so, Kuno. Feuchtfröhlich. Feuchtfröhlich. So wie wir es am liebsten mögen. Aber mögen. Schön. Wir werden am Wochenende, werden wir mit Domi ein bisschen am OBS noch ein bisschen feilen. Und wenn sie ihren Affiliate-Status hat, fängt sie an mit OBS zu streamen. Und dann werden wir auch mal so einen Dual-Stream führen. Da wird dann der Schlumpi auch seine Cam anschalten und die Domi. Und dann sind wir beide zu sehen in dem Spiel. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Sehr schön. So. Ich bin ja immer noch für die Süßigkeiten boxen. Scum. Wir spielen heute Scum. So, guck mal. Stellen wir schon mal das Spiel um, denn reconnecten wir nochmal den Bot, dass er versteht, dass wir in Scum unterwegs sind. Hat er ja immer so ein bisschen Headache. Wo die so ein Kohle, Konsole. Meine Güte. Domi, aus. Ich bin meine Maus. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ja, auf meinen Nacken. Ja, völlig. Auf jedermanns Nacken. Ja, gut, das mein stimmt. Kleines Gärtchen. Na toll. So, Hugo Düsentreu findet dein Ergebnis super toll. So, und damit herzlich willkommen in Scum. Jetzt warten wir noch, bis der Safe-Knacker oben verschwindet. So, wir enden mal unsere Marihuana. 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 Wieso muss ich gerade an Helge Schneider denken? Marihuana. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab das angebaut, weil ich dachte, ich bin total toll und werde jetzt hier zum Cannabisbauern, aber ich kann nichts machen, außer das Zeug wegrauchen. Jetzt warte ich darauf, dass die letzten Pflanzen reingehen und... Du bist unsere Domi, du bist total toll. Oh. Nicht wahr, Lordi? Hm? Wow. Er verfindet wieder seinen Einsatz. Moch. So,
drin da in die Hütte und dann fahren wir zu der Tante Domi rüber. So. Tante Domi und Onkel Lordi. Hä? Obwohl er auch manchmal eine Tante Lordi sein könnte, was? Doch, doch. Na doch, ich bin voll dafür. Ja, doch. So muss es sein, ne? Man sollte seine Maus in der Hand behalten, sonst macht die komische Dinge. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Erstmal das Beet hauen, anstatt das Unkraut wegzumachen, gar keinen Bock. Was hältst du davon, wenn du erstmal das Beet behaust? Du hast eine neue Zone betreten, Domis Hexenhaus, okay. Jetzt steht hier eine blaue Wand oder was? Hä? Wand in Wand oder was ist das hier? Das soll eigentlich in Zukunft mal das neue Landwirtschaftsgartengebäude werden. Was für ein Ding? Landwirtschaftsgartengebäude. Landwirtschaftsgartengebäude, okay. Ja, also ich habe hier da. Ich habe hier gerade am Aufwerten. Du siehst es ja. Und warum wird in der Mauer eine blaue Mauer angezeigt? Siehst du Mauer in der Mauer oder was? Nee, ich werte die gerade auf. Ach so. Du kannst die Tore auch mit einem Funksensor verbinden, ne? Und die dann im Auto mit einer Taste 3 zum Beispiel öffnen. Brauchst nicht mal aufsteigen. Ola, du siehst ja mal wieder schick aus. Dankeschön. Also warst du wieder shoppen, ja? Ja, ich musste mich warm anziehen. Die hat immer gefroren mit den kurzen Hosen. Ja. Und da dachte ich, wir ziehen uns einfach mal einen Regenmantel und eine Leggings an. Und ein paar Boots. Und ich sehe aus wie ein Parkpenner. Ist das ein Lordi? Nein, es ist ein Lordi. Lordi. Schön. Lordi blendet Opi wieder aus. Ja. Was mache ich? Lordi blendet Opi aus. Aber warum? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Na, weil er gerade nicht reagiert hatte. Und du ihn angesprochen hattest. Ja, gut, das nehme ich schon ja an mir für voll. Das kenne ich nur schon. Tja, nee, ich wollte mich eigentlich ja nicht hinsetzen. Also wir können gerne auf der Baustelle bleiben, wenn ihr auf der Baustelle bleiben wollt. Ich wollte dein Bett suchen, ich muss nämlich mal. Oh, frech, nee. Ah, du weißt ja gar nicht, wo ich schlafe. Das ist mir egal, ich werde das schon rausfinden. Ja, finde das mal raus. Brauche er bloß nach dem Fisch suchen? Frech. So, die macht mir instant die Tür von der Nase zu, hinter der Garage oder was? Opi sieht aus wie ein echter Berliner. Ich bin aber nicht mit Marmelade gefüllt. Na, was ich noch? Ich pinkel einfach aufs obere Bett und dann läuft es automatisch das untere durch. Dann erwische ich schon das Richtige. Gar kein Problem. Echt? Nein. Ist aber kreativ. Seid mal ehrlich, es ist kreativ. Ich pulle dich auch nicht in dein Bett. Noch nicht, Gott sei Dank. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich auch hauen, aber ich habe ja die Gartenhake in der Hand. Ups. Hoppla. Opi, bist du noch da? Ich stehe vorne am Tor, ja. Die Schilder, weil ich kann die ja nicht beschriften. Könntest du das machen? Na, aber sichi. Ja, was möchtest du auf dem Schild drauf haben hier? In diesem Garten wird nicht gelogen. Wenn es drin passt. Ansonsten schreibst du lügenfreier Garten. Warum schreibt denn jetzt so viel Malet groß, hä? Sehr aussagekräftig ist. La 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 la. Ja. Und hier vorne. Guck mal bitte. Warte. Wird nicht. Ist ja gelogen. Ja, gelogen habe ich mit eingetragen, aber hat aber nicht genommen. Ja, gut. Aber das der Wille zählt. Und hier vorne Bildgarten, bitte.
Ich hänge. Was für ein Garten? Bildgarten. Bild. Ja. Soll ich hier Garten der Wahrheit draus machen? Ja, das kannst du auch machen. Das sieht man wenigstens komplett. Sehr schön. Sehr schön. Großartig. Junge, was du hier halt angebaut hast, ist ja Wahnsinn, ey. Du hast so den grünen Daumen für dich entdeckt? Ja, nein, vielleicht? Ja. Sehr schön. Oh, ich dachte so, ich bin eigentlich gerne so Tierfarmer oder so. Ja. Damit ich mir dann irgendwann mal meine eigenen Beefies machen kann. Aber das gibt's ja hier noch nicht. Es gibt ja hier noch keine Schweine. Und deswegen habe ich gedacht, naja, du nimmst da halt Pflanzen. Ja, Schweine gibt es schon, nur die sind in einer anderen Matrix unterwegs. Andere Matrix? Andere Matrix. Okay. Das hat ein Weilchen gedauert, bis er oben war. Ja, das habe ich zu meiner Ex auch immer gesagt. Die wartet heute noch, lass mich raten. Ja. Das sind so Momente. Ja, erzähl mal weiter. Na, irgendwann kommt mal der Moment und ich glaub dir das wirklich. Das kannst du nicht immer machen. Das macht überhaupt nichts. Damit kann ich sowas von total leben. Okay. Soll ich dir versuchen, den Huhn mitzubringen? Der lief gerade eins über die Straße. Huhn? Ja. Chicken tonight. Ein Chicken McNugget. Ein Nicken McShugget. Mhm. So. Hallo, tschüss! Tschüss! So, jetzt haben wir hier alles Unkraut entfernt. Mach's gut, Knut. Hau rein, Heide, ist nicht schlimm, Jim, tut gut, Knut. Können wir unser Lottchen satteln und dann geht's los. Wow! Warum schlingert denn das Auto heute so? Dummi? Ja? Helmut Poppen. Leute, ich hab hier gestern das von radiopan.de gezeigt, wo der da im Radio einen Lachanfall kriegt, weil er Helmut Poppen und irgendwas mit Wilhelm Busch vorlesen muss. Mhm. Dreimal Tusch für Wilhelm Busch. Genau. Der hat mir aber auch leid getan, ne? So, wegen mir mal Snows Auto schnappen und mal eine Biege drehen. Damit von der Maus das Auto nicht verschwindet. So. Rocht das komisch beim Fahren, Opi? Bei mir? Nee, wieso? Hast du mir Bananenauspuff gesteckt? Okay. Nee. Domi, du alte Drecksau. Ich hab gar nichts gemacht. Warum hast du gefragt, Lotti, hast du mir einen Kühler gefurzt? Nee. Würde ich dir zutrauen, ja? Eventuell habe ich dir vor Fensterscheibe gepust. Wow. Aber warum? Weiß ich nicht, ich musste gerade. Ach so. Das heißt, ich komme nur noch zu Fuß zu euch, okay. Naja, gut, aber lieber die Windschutzscheibe als dein Bein, oder? Ja, gut. Gut, ja. Wenn du dann gar kein Fahrzeug hast und einer von uns muss, dann müssen wir dir ja ans Bein pinkeln. Frech. Nein, Greifer, Tusch für Wilhelm Busch. Helmut Poppen, Helmut Bumsen. Ach, so. Schön. Ja. Dann fahren wir ja mal mit Snow ihrem Auto bis zur Tankstelle, das ist die Spawn, danach schnappen wir uns ihr Moped. Oh Gott, ich und Moped fahren ins Scum, ey. Oh mein Gott. Hey Opi, wo willst du langfahren? Ja, ich weiß noch nicht. Passt ganz gut, weil ich muss auch nochmal zur Tanke. Weil da rennt ein Kicherbert rum an der Tankstelle. Kicherbert. Mhm. Mein Lieblingsfreund. Ja, der mich schon zweimal weggenatzt hat, der Pennerhund. Peterbert, der beste Freund von Helmbert.
Ja. Besser als Helmut Poppen. Aber Helmut Poppen. Kommasetzung ist wichtig, ja. Domi? Ja. Ich kann Leben retten. Das Poppen? Die Kommasetzung. Das Poppen manchmal auch. Sollten vielleicht einige Leute sich mal zu Herzen nehmen, da wären sie entspannter. No, entspannt. Ja. Oh Mann. So. Versuchen wir mal, Plöckchen ihr Auto hier wieder unfallfrei hinzustellen. Oh, da kommt. Okay, Domi kommt. Ich warte hier erstmal. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Nix. Ich hab nur, ne? Frech. Du hast ein bisschen Leck beim Vorbeifahren. Ich habe gerade hier auch gesehen, dass ich hier gerade, also ich habe das Leck auch gesehen, so rum, jetzt. Acht auf Mädchenstraßen vor dir, bitte. Ja. So. Straße milchig wird, steige ich ganz schnell aus und das Lottchen alleine fahren. Ach, ihr Moped kann ich leider nicht fahren, da ist ein Schloss drin. Das kann ich leider nicht bewegen, das Moped. Ich könnte zwar jetzt als Admin das Schloss entfernen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Oh, Domi, heute wird's wieder feuchtfröhlich. Heute wird ein ruhiger, feuchter Stream. Ich hab wieder Wodka gefunden. Wir können uns heute Abend wieder betrinken, meinst du? Aber nicht wieder Schweinelieder singen, dass ich das bis zu mir ins Schlafzimmer höre. Na, aber schweinische Lieder. Nein, so weit machen wir nicht. Du bist recht herzlich eingeladen, dich unserem Saufgelage anzuschließen. Ey, guck nur zu, wie ihr sauft und bin schon blau. Ich vertrag keinen Alkohol. Wollt Sascha nicht eigentlich auch mitmachen, Scam, oder? Weiß ich nicht. Scam hat er doch. Scam hat er doch, oder? Ja, doch, hat er ja. Der wollte ja von Snow die pinken Schuhe nicht haben. Stimmt. Bunker Z3-Karte. Ich muss aber gleich mal eben runter. Wurde ihn angerufen. Wo bleibst du? Wo bleibst du? Komm mal runter hier, Maschala. Ja, wo will ich eher drauf looten, weil die genau nebeneinander sind. Da ist die Kicher-Elli. Wir beeilen uns mal, die Kicher-Elli kommt hier. Kisha Elewino. Ja, das sind immer so die Liebsten, die dann kaputt machen und vorher kichern. Die ist halt sehr explosiv, die Dame. Es wäre halt schön, wenn es nicht wäre. Man muss doch nicht gleich an die Decke gehen, man kann doch über alles reden. Ja, aber Decke. Naja, aber nee. Na, aber nee? Nee. 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 Ah, da kommst du ja schon wieder. Ja. Miau. Ich hab dein wunderbares Manöver gesehen. Ja, mein Auto ist vor Schreck zur Seite gedriftet, um nicht mit dir zu kollidieren. Vor allem mit mir zu kollaborieren. Schön hinter ihr fahren, Hupen dicht auffahren. Alter, bleib doch nicht stehen, du dunkle Kuh. Ich hab mal gelernt, wenn einer zu penetrant hupt, soll man auf die Bremse gehen. Nee, das soll man eigentlich nicht machen. In Spielen schon. Achso. Achtung, ich halte hier vorne an der Brücke. Ich muss mein Wasser auffüllen. Was hältst du davon, wenn du mal dein Wasser auffüllst? Weiß nicht. Das ist eigentlich eine gute Idee. Warum baust du dir nicht so einen Außenposten mit Garten, wo du jeden Tag hinfahren kannst? Dann baust du hier direkt neben dem Wasser. Wäre zu einfach. Ach so. Ja. Klingt nach dir. Ja. Warum sollte ich es mir einfach machen, wenn ich es so kompliziert haben kann? Das ist richtig.
Aber das sind tatsächlich auch meine Trinkflaschen, nicht meine Wasserflaschen für den Garten. Achso. Wie gesagt, aber nur immer das Wasser aus den Bächen nehmen, ne? Das andere ist als Salzwasser. Mhm. Und jetzt von hinten mit dem Auto in an den Hinterrand. Ach nee, sie steht ja im Wasser, schade. Wenn du so gebückt nach vorne am Bach schießt, wirst du von hinten mal kurz in an Popo angeditscht mit dem Schluss sagen, dunk, platsch. Du bist schon sehr, sehr frech heute, ne? Also nicht in Ordnung. Ich sehe nur die Möglichkeiten, die mir das Spiel bietet. Ah, okay. Ja, verstehe ich natürlich total. Ehrlich. So, trink mal noch einen Schluck und dann können wir weitermachen. So. Na, steh auf. Genau. Na? Stehst da wie bestellt und nicht abgeholt? Nein, ich bin nur der Blitzer. Wenn du jetzt vorbeifährst, macht er den mal Blitz und dann schuldest du mir Geld. Das kannst du aber voll vergessen. Nö. Hier ist noch keine Schutzzone. Ich könnte dich mit einem Headshot, ne? Ich könnte, ich will aber nicht. Ich wollte gerade sagen, also willst du mich hier einfach erschießen? Das ist nicht in Ordnung. So einfach ist es nicht. Mir würde die Kugel leid tun, weil die kostet ja auch Geld. Frech. Ich muss mein Scharfschützengewehr wieder mitnehmen. Nein. So machen wir hier nicht. Na, aber Scharfschütze. Nein. Wo fährst du eigentlich hin? Hier in die Turnschuhstadt mal ein bisschen gucken, ob man da mal ins Pedieren kommt. Gucken, ob ich das überlebe. Schauen wir mal. Ich beobachte. Welch? Und lache. Nicht während der Fahrt nach hinten gucken. Oh. Ja. Klingt nach Profifahrverhalten bei dir. Nee, das war gerade ein ziemlich großes Leck. Und ich dachte so, oh nein, Lottchen, aber nein, alles gut. Lotterino. Nicht Lotti. Lotti, du bleibst, bitte. So. Oh, Schild. Es wäre diesmal kein Stoppschild gewesen. Naja, aber Stoppschild. Nein, diesmal hätte ich kein Stoppschild genommen. Ich hätte leider hinten durchfahren können. Ach, bin ich schon wieder ein Sausi, ey. Ich hab noch keinen Unfall gebaut, möchte ich jetzt mal sagen. Ich habe eine Apotheke gefunden. Oh. Ich suche den PD und finde eine Apotheke. Ach komm, Zombie. Oh, jetzt doch ein Unfall oder was? Nee. Vielen Dank für deinen Follow. Onkel Salle. Spricht man das so aus? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Schön, dass du da bist. Ich habe das PD gefunden. Hey, komm mal rüber. Ich habe die Dorfmamsell gefunden. Dorfmamsell? Die bring mal mit. Mein neuer Fanclub. Sehr cool. Wie geht's dir? Aber wo ist sie denn, die süße Maus? Da! Nee, die nicht. Nicht die? Meine zwei Pippis waren grau angezogen, aber die wollen, glaube ich, nicht mehr. Die können nicht mehr so gut laufen. Nee, ich habe jetzt keine Lust, mein Auto wieder zu schrotten. Ich steig jetzt einfach aus. Und hau dich. Komm her. Du hast nicht mehr so eine Angst vor Scum wie am Anfang, ne? Bin ich gut? Nein. Wo ist mein Lordi eigentlich? Du sagst kurz weg. Ach ja, stimmt. Er muss ja runter, stimmt.
Also gucken wir mal, ob sie was Schönes dabei hatte. Geschenke? Geschenke? Oh, ein Kugelschreiber. So. Ein Schrugelkalber. Mhm. So. Irgendwas, hallo. Hier. Muss mal sauber. Natürlich fahren wir mit vollen Taschen. Ah. Kennt man? Hier sind sie, okay. Kommt mal zum. Hat schon wieder Aussetzer, also Alzheimer. Kommt mal zum Fenster der Gerechtigkeit. Ja, komm ran hier. Komm. Einen Moment. Achso, du redest mit den Zombies. Mit den Zombies, ja. Nee, Opi hat einfach nur seine Dorfmamsel verloren. Da war er jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Die hat mir Abrot versprochen, hallo? Ich wollte gerade sagen, da wollte er mal einmal Gulasch essen gehen, ne? Und dann richtig. Ist er auf einmal weg. Ich krieg kein Gulasch mehr. Oh, du Armer. Echt mal. Oh, ich werde dich in mein Abendgebet mit einbinden. Bist zu gütig. Immer. Ja, gut, immer würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber sehr das oft. Echt. Sehr oft. Okay. Ich hab meine Angelköder noch einstecken. Müsste ich vielleicht mal wieder hier reintun? Genau. So, dann haben wir nämlich ein bisschen Platz. Und wenn wir jetzt looten gehen, dann können wir nämlich den Loot mitnehmen. Ohne Probleme. Seit wann steht denn hier ein ATM? Du hast aber auch sehr wieder Lustre gepackt, ne? Ja. Hast du was dagegen? Nichts Wirksames. Nichts Wirksames. Oh, das ist frech. Das ist nicht nett von dir, mich hier so unterzubuttern. Nein, ich butter dich ja nie unter. Dich kann man ja nicht unterbuttern, weil das ist wie Sahne unterheben. Weißt du, das ist ein. Warte nur ab. Ich warte? Auf was genau? Weiß ich noch nicht. Ich will dich hier draußen nicht hauen. Weil wenn ich dich dann wieder haue, dann verblutest du wieder. Und das will ich nicht. Ja. Weil du erwischst mich immer in meinen schwachen Momenten. Ach so. Also immer? Ja. Opi liebt 100 Kilo Rotkohl. Rotkohl ist lecker, aber keine 100 Kilo. So, also, 100 Kilo Rotkohl. Also PD sollte sauber sein. Okay. Na? Guck mal, ich habe extra mein Katana für dich weggesteckt, dass ich dir nicht versehentlich den Schlitz verpasse. Also, ach, du weißt, was ich meine. Mhm. Nein, kannst du unten anfangen zu knacken, wenn du möchtest. Das mache ich. Kuno, das machen wir nicht. Wenn ich ihn umbringe, dann das können wir nicht machen, nee. Wir dürfen nicht immer die alte Generation töten. Das funktioniert so nicht. Ja. Da gehen doch die ganzen alten Werte verloren. Manchmal kann sie sehr sympathisch sein. Manchmal. Manchmal kannst du auch eine kleine Hexe vom Donnerberg sein. Guck mal, ich nehme mal Seife mit, dann bist du nicht mehr so ein dreckiger Dummi. Sagt derjenige, der sich die ganze Zeit noch nicht gewaschen hat. Hey, ich falle immer in den Bach rein. Was willst du von mir? Ja gut, stimmt. Aber OP hauen. Frech, nein, das machen wir nicht. Was eine Schmutzbrust schon wieder. Das machen wir nicht, Uno. Wie gesagt, ich habe ihn einmal gehauen in Scum und dann ist er instant verblutet, weil das außerhalb des Safe Zone mit einem Katana war. Ich wollte gerade sagen, eventuell, weil du mit einem Katana zugehauen hast. Weil ich eigentlich schon mal so, ah, guck mal, wie scharf das ist. Ups. Ups. Schon frech, ne? Schon frech. Ein bisschen. Mhm. Er braucht das. Ah, er braucht das. Okay. Nee, das hebe ich mir für die Spiele auf, wo es sinnvoll ist. Wie Fortnite oder so. Wo ich es dann eh nicht hinkriege. Wo es sinnvoll ist? Naja, so richtige Shooter halt, wo es darum geht, sich gegenseitig über den Haufen zu schießen. Hm. Ja, gut. Macht Sinn.
Kuno, hast du eigentlich gesehen, dass wir einen neuen Emote drin haben? Wir springen mal so auf den Trendzug mit auf. Zug. Nicht Zug. Ja, nur den Trendzug, keine anderen Züge. Mhm. Natürlich keine anderen Züge, warum auch? Macht sowieso keinen Sinn, Snow ist nicht da. Ich weiß. Und daher habe ich erstmal meine Ruhe für euch. No. Finde ich gut. Wie bitte? Noch. Klatsch gleich froh noch. Guck mal, ich bin Lord Helmchen. Wo bist du? Wollt ihr zeigen? Lord Helmchen. Ja? Besteht aber drauf. Nee, Kuno, wir machen das jetzt nicht. Du kannst mich nicht anstacheln. Guck. Ja, ich habe noch ein paar wunderprächtige Schuhe für dich. Guck mal. Bitteschön. Armeestiefel. Vielen Dank. Kannst du dich selber anschmachten? Ja, anschmachten. Wieso sehe ich Dummi gerade vor dem Spiegel stehen? Oh, du kleine, geile, süße Sau, du. Warum? Raus aus meinem Kopf. Nein, da ist so schön bunt. Ach nee, da ist eigentlich ziemlich dunkel. Ich habe Teelicht mitgebracht. Das ist super, dann hast du wenigstens ein bisschen Licht. Ja, damit es so aussieht, als wenn er zu Hause ist. Na, aber zu Hause. Licht ist immer an, ist meistens noch keiner da. Ja. Warum genau ist mein Auto... Da bin ich wieder. Bebe, warum ist mein Auto so voll? Weil du es nicht leer gemacht hast? Ich glaube, ich muss mal wieder zum Waffenhändler fahren und ein paar Sachen verkaufen. Ja, kauft im Moment nicht. Warum hast du ihn wieder leer geshoppt oder was? Ja. Echt jetzt? Oh, frech. Muss man annehmen. Frech. Das ist wirklich frech. Frech, Ferdi. Ferdi Fuchs, kennst du? Opi will sterben, vertrau mir, Domi. Nee, weißt du, ich habe so Probleme mit dem Vertrauen, wenn die Leute mich eigentlich irgendwo weiterpolen wollen und mich dann stehen lassen, weißt du? Und ich dann im Erzgebirge rauskomme. Da habe ich eher so Probleme zu vertrauen. Push and pull. Aber Erzgebirge. Na, aber vergessen. Was macht eigentlich dein Affiliate, Domi? Du müsstest ja jetzt bald denn durch sein, ne? Ja, müsste bald durch sein. Ich habe immer so ein bisschen Aktualisierungsprobleme. Der aktualisiert nicht richtig bei mir. Ich muss immer 1-2 Tage warten, bis da eine neue Zahl steht. Aber es müsste eigentlich bald durch sein. Ich muss danach mal gucken. Die Stiefel bleiben da. Mache ich mal reparieren und dann tauschen wir nämlich einfach, dann verkaufen wir die anderen, die hier, die Kampfstiefel beim Händler und ziehen uns die Armee-Boots an. Sehr schön. Großartig. Ja, bin ich jetzt blind, blöd oder beides? Na, so ein Mischmasch aus beiden eventuell. Mir hat jemand den Drop geklaut. Einfach weggebissen. Mampf. Norm. Da hatte jemand Hunger auf Drop. Gib mir den Drop. Ja, du hast mir den Weg erklärt, aber du hast mir den Weg halt auch nicht blondinengerecht erklärt, ne? Also, das war eine Wegbeschreibung, das hätte ich gar nicht geschafft. Mit meinem Orientierungssinn einer Mülltonne. Mülltonne. Zip. Hallo, so. Nicht hauen. Gibt genug Lordi für jeden. Ein Moment. Ja, was machst du schon wieder? Nichts. Ein Moment. Wenn du mir jetzt auf die Karre urinierst, ne? Ja. Und denk dran, wir sind nicht in der Safe Zone. Okay.
Upsi. Jetzt ist die Pistole leer. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Schnell, lauf, 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 lauf. Frech. Du überschlägst dich sowieso gleich wieder. Nein, gar nicht wahr. Nein. Ich hab mich einmal, noch nicht einmal überschlagen. Du kannst dich mit Druck fahren, wenn die in der Zukunft oder hinter dir erst denken kann. Na 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 na. Hä? Hast du gedacht? Was hältst du so? Willst du mich jetzt veräppeln? Nein, haben wir nicht vor. Du glaubst doch nicht, dass ich dich überhole, wenn du so ganz brav auf einer Seite fährst. Nein. Ah, oh, Konzentration hier. Wow, hier ist wieder ein Drop, wo du wieder 80.000 Mal Schlösser knacken kannst und der geht nicht auf. Willst du drüber reden, Domi? Ich möchte gerade nicht drüber reden. Schade. Ich würde genau erklären, du musstest nur das Paarungsverhalten. Was ist das? Ja gut, ich fahre jetzt mal ein Gelände ein bisschen. Während des Fahrens sollte man sich konzentrieren. Aber ich hab's geschafft, ohne mir weh zu tun. Ja. Und ohne Lottchen aufs Dach zu legen. Sie werden so schnell erwachsen. Ja. Oh, aber Domi, brauchst du Milch? Oh, Milch, ja, gerne. Ich habe. Hast du gesehen, dass ich gekocht habe? Ich habe auch gesehen, dass der Generator kein Benzin mehr hatte. Das kann sein. Da, ich lasse den immer laufen. Und wenn ich dann wieder reingehe, fülle ich den auf. Aber das Fleisch und der Fisch hält sich trotzdem gut. Ich hatte euch, Opi, ich hatte unten auch Fisch in den Kühlschrank gepackt, ne? Sehr aufmerksam. Ja, weil ich hatte so viel gefangen. Sehr aufmerksam. Immer. Immer. Naja. Frech. Aber Kuno, das Paarungsverhalten der Pflastersteine ist so ein Ding, ne? Das geht ja nur im dritten Mond des vierten Monats des 25. Jahres. Im Aszendenten Kartoffel. Erst dann zeigen sie ihr Paarungsverhalten. Ab und zu. Kartoffel. War denn hier dieses Camp? Ach hier, links von mir. So. So, dann schauen wir doch mal. Ich habe gerade gesehen, dass ich hinten bei Lottchen. Ich habe einen Rucksack gefunden. Noch ein bisschen Kamin hab. Schlafsack. Zack, klar. Lapschack. So. Ein Sackschlaf. Oh, vielleicht mit Schaf nicht schlacken. Nee, warte mal. Jetzt habe ich einfach okay. Metalldetektor gefunden. Oh, sehr cool. Ich dachte, du hast einen eingebauten. Klong, aua. Ich möchte mich jetzt nicht selber beweihräuchern, aber ich bin ohne größere Schäden in die Händlerzone gekommen. Mann, die werden so schnell erwachsen, ne, Lodi? Das ist echt der Wahnsinn, gell? Ha! Ja, nein. Oh, das ist kein Schaden geworden. Hä? Ja, nein. Nein. Oh, ist kein Schaden geworden. Okay. Bremse. In eine Lücke gerutscht. Ja. Flupp, war er drin.
Ja. Lückenrutscher und so. Die zeigen sich regelmäßig immer mit dem Teller im Haar und Zwiebeln in der Unterhose im Regierungsviertel die Ampel anschreibt. Kudo. Du machst mich heute fertig, echt. Na, aber Nutella im Haar und Zwiebeln in der Hose, das können wir doch nicht machen. Zwiebelhose. Da kriege ich doch eine Weste zum Selbstumarmen. Demnächst in den Zeitungen liest du, wenn ich es probiert habe. Gab eine abgeranzten pinken Slip mit 40% hier von Witzen haben. Nee, nicht danke, meine hat 100. Hä, wird aber zu dir dreckig passen, so abgeranzt wie der aussieht. Hallo? Bis gerade eben mochte ich dich noch, ne? Wieso, bis hallo Lordi? Wieso, hallo Lordi, was los? Im Moment hat sie noch Antibiotika von mir intus, wenn sie noch nicht weitergespielt hat. Noch? Sie war doch der Erste bei Seven Days, die nicht bedient wurde beim Händler, weil sie dreckig war. Kannst du dich dran erinnern, Lordi? Ich warte ja mal aufs 1.0 Update, vielleicht übernehmen die das ja. Hi Nero, schön, dass du da bist. Nein, Domi, das ist heutzutage ganz normal als non-binäre Person. Aber ich bin doch nicht non-binär, ich weiß doch, was ich bin. Also, in welche Richtung, also, nein, oh, in das Richtung, klang so falsch. In Richtung Stehlampe, heute definiert sie sich als Stehlampe. Ja, ich bin, nein, ich bin keine Stehlampe. Ich bin eher so der Kronleuchter. Ach du meine Güte, jetzt pusht da aber richtig, ne? Jetzt hängt ja. Du hoch von der Decke, gibt's ja nicht. Jut ab, Jut ab, die Alte. Das teuerste Fleisch ist immer das abgehangene. Ja, das muss dann aber auch ein Qualitätsrind sein, ne? Ich rede ja nicht von dir. Nee, du hast ja gesagt, du bist ein Kronleuchter. Ja, bin ich auch. Mhm. Bin ein toller Kronleuchter. was wollte ich jetzt eigentlich? So ein 15-Euro-Leuchter von Temu, der in Abpack geht, Britzel. Frech. 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 Oh nö, ich hätte mal die Tafel abgebissen. Wenn sie milchig wird, voll in die Bremse hin, Lordi, sonst verschwindest du unter der Karte. Nee, eben war sie noch aus Tee auf dem Mann, war sie weg. Huch. Hoppla. Aber ich bin's immer. Die Straße so, nö, ich hab heute Feierabend, ich bin weg. Hinten ist ein Hafen. Hafen. Gucken wir mal, was sie hier so an Samen haben. Oh, Samen. Wie lange ist eigentlich Senf haltbar? Och, das geht. Bis abläuft? Kann Senf überhaupt richtig schlecht werden? Weiß ich nicht, aber oben auf der Lasche steht 25, das hat mir schon gereicht. Auf der Lasche? Na, hier ist so ein Dingsbums zum Aufmachen. So eine große Tube. Tübe. Tübe. Ab und zu kickt mal der Dialekt. Nee, Tü. Sascha, mein Herzblatt. Tü. Sascha, der alte Nieselprim. Nieselprim? Den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Nieselnim. Mhm. Braucht noch jemand was vom Händler? So Chips oder Rosinen oder. Chips, Trips, elektrische Kekse. Was? Chips, Trips, elektrische Kekse. Geht's denn nicht? Das gehört schon. Oh. Mir geht's gut, Sascha. Und wie geht's dir? Bei den Kiddies alles klar? Sind sie wieder auf dem Damm? Die sind gerade bei Papa am Haare flechten. Ja, aber Haare flechten. Wenn lässt denn dir die mal auf den Kopf flechten und nicht nur unter der Arme, Sascha? Oh, frech. Dummi aus. Ja.
Frech. Na, aber frech, Fratz. Naja, aber immer. Wuppi, ich hab was für dich. Oh oh. Warte, ich komme zu dir. Du warst ja gerade noch hier, gell? Ich bin bei Buffy. Ich habe eine Gehhilfe für Upi gefunden. Hallo. Den geht's gut, jetzt werde ich krank. Oh. Na klar, wenn sie es reinschleppen, gell? Dauert es nicht lange. Schau mal in deine Umgebung. Ich hab was für dich. Ja. Weil du ja so Probleme mit dem Kauen langsam kriegst. Ah. So in deinem Alter. Ja, kennt sich echt gut aus, ne? Du hast ihm jetzt Lutschwurst gekauft, oder was? Lutschwurst. Krass. Lutschwurst. Was ist denn eine Lutschwurst? Robi, eine Frage. Wieso weißt du, dass Sascha sich unter den Armen die Haare flechten lässt? Weil wir sehr oft Männergespräche führen und er dann fragt, welchen Rasierapparat er dafür am besten nehmen kann, um den Filz rauszukriegen und dann... Genau. Und welches Flechtmaterial er dazu nehmen kann. Oh, hilft immer. Ich werde heute komplett gekillt hier. Silence, I kill you! Kennst du den noch, den Skelett? Ja, Checkpoint, aber ja. Halt doch nicht durch Checkpoint. Deshalb hab ich ordentlich Blei im Arsch von der US-Armee. Du hast Blei... Okay. Ja. So. Ja, gut. Die Kinder dann mal wieder Geister jagen. Oh. Ja, wenn du fit bist und sagst, du hast Lust, dann ist das kein Problem. Dann können wir gerne wieder Geister jagen gehen. Ich richte mich da vollkommen nach dir. Nur morgen geht leider nicht, weil morgen bin ich komplett ausgeplant den ganzen Tag. Wie wär's, wenn wir morgen Geister jagen, Dummi? Ja, nein, das funktioniert doch nicht. Ich gehe morgen meine eigenen Geister jagen. Autoteile. Schauen wir mal zu meinem Lieblingshändler. Sag Toni Wann und ich bin dann da. Okay, sehr schön. Ja, dann schreib mal einfach nochmal, Sascha. Und dann gehen wir wieder eine Runde ins Haus und sterben. Brother. Oder in die Kirche. Guns come unloaded. Security reasons. Wieder Meme gefunden. Nothing registered. Kidding. Nobody cares. Nobody cares. Das ist eine reiche Partie. Jetzt gehen wir zu meinem Lieblingshändler. Nobody cares. Ich liebe diese Stimme von dem Typen. Also das ist echt. Oh, der hat so eine schöne tiefe Stimme. Lieb den. So, dann schauen wir doch mal. Müsste ja alles gewesen sein, genau. Machen wir eigentlich wieder Hälfte mit dem Blut? Okay, alles klar. Dann packe ich es auf die Bank. Nee, der hätte vorher sagen müssen, weil der hätte ich mir merken müssen, wie viel ich verkauft habe. Deswegen war jetzt so. Okay. Das war dann ein bisschen zu spät gemeldet, aber können wir gerne dann wieder machen, Domi, ist gar kein Problem. Machen wir es beim nächsten Mal wieder. Check. Nein. Hallo. Hallo. Aber wolltest du mich jetzt frech? Warte, komm her.
Ich hab ne Geisel. Komm ein Stück zu nah und er ist tot. Komm ein Stück zu nah und er ist tot. Nein, du kannst es nicht einfach so machen. Das ist eine Geisel. Komm, nicht. Raus. Nimm, pack das Messer weg und raus hier. Messer weg und raus. Raus und mach die Tür hinter dir zu. Braves Mädchen. Hm. Oh. Der hat's mir hingelegt. Ich hab das nur für den Waffenhändler getan. Hallo! Dumme. Ja, Dummi. Gobi, schönen guten Abend. Gobi! Was? Ich dachte, du magst meine Stimme. Oh ja, na, deine mag ich auch, Sascha, natürlich. Aber seine lieb ich. Deine mag ich, seine lieb ich. Damn in your face. Ja, ich. Ja, das ist halt. Oh, das ist halt der Waffenhändler, gell? Das ist halt. Dicke Wummen, tiefe Stimmen, es ist super. Dicke Wummen. Nein, ich halt einfach die Fresse. Ich hab gelernt, Fresse zu halten. Kobi, schönen guten Abend. So, und verkaufen wir das nochmal? Und das Auge, was wir noch gesammelt haben? Fröhlichen Bumstag. Was? Na, dicke Wummen. Oh. Entschuldigung. Aber ich bin's immer, den ich Auto fahren kann, ne? Möchte ich jetzt noch mal betonen. Ich wollte hier in deinen dicken Hintern drin rauschen, aber irgendwie war da noch ein Betonwand dazwischen. So eine gute Betonwand. Bei welchem Händler händlert ihr denn? Mit da, wo wir immer sind. Stammhändler. Also. Wenn du mich schon gerade so gut verkaufst, kannst du gleich weiterverkaufen. Wir sind hier in Bef 4. Numpad-Nummer dazu? Ja, Leute, der Händler in B4. Unten die 1. So viele Händler gibt es in B4 nicht. Ich bin mal ernst kurz in der Küche mit einer Stulle machen, bin gleich wieder da. Die B4-Stulle? Ich hätte jetzt auch gerne eine Stulle. Ein Brötchen hätte ich jetzt gerne. Brötchen wäre jetzt super. Ein Brötle? Ein Brötle? Das wäre jetzt echt super. Ich kann dir noch eine Wurst anbieten. Nee. Was hast du denn vom Haus da? Nee, die isst du ja nicht. Ach, es ist eine richtige Wurst quasi? Ja. Ah, ne, dann nicht, nee. Schade. Eine der teuersten Bockwurste hier. Okay. So eine normale oder so eine Rindsbockwurst? Nee, eine normale. Okay. Was ist an der so besonders, dass sie so teuer ist? Ich wollte gerade sagen, kommt von glücklichen Kühen, aber. Ja, okay. Wo bist du gerade? Ich erflopse mich gerade unten gleich zu A3 hin und komme dann hoch. Okay. Sobald ich die Straße gefunden habe. Ich warte hier einfach auf dich. Ich setze mich ein bisschen ans Wasser. Ah, da können wir eigentlich noch ein bisschen angeln. Wenn Lodi noch ein bisschen braucht, dann holen wir mal die Angel raus und gehen mal hier unten angeln. Wollen wir mal ein Stück aus der Händlerzone raus, weil ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis das hier alles despawnt. So. Dann zeige ich euch mal das Angeln. Ich liebe Angeln. Hey, na? Ich
hab sogar eine Tanzzwerge gefunden. Was hast du gefunden? Tanzzwerge? Tanzzwerge. Was sind denn Tanzzwerge? Da kann man seine Rüssel reinhalten. Kannst du auch über einen Zaun hängen und von den Enden beschnattern lassen. Willst du drüber reden, Domi? Nein. Nein, ich möchte nicht drüber reden. Hätte ich jetzt nicht so viel Musikvideo mit drin nehmen können? Mhm. Du auch? Du magst auch angeln? Jetzt kommt doch bestimmt noch irgendwas hinterher, Kobi. Ich kenn dich doch. Kobi und Angeln. In Minecraft angelt er ganz gern. Okay. In Minecraft habe ich auch schon eine Angel für Domi zusammengebaut, sogar eine Spitzhacke. Ups. Nein, auch nicht. Ja, ich vergaß, du bist die Unschuld, die nie was sagt. Das Teekesselchen lügt nicht. Ach nee, warte mal, das war ja das Fischstäbchen lügt. Entschuldigung. Ich fahre dir einfach mal ganz todesmutig hinterher. Sollte man von mir nichts mehr hören, ich bin dir dumm hinterhergefahren, ich habe euch alle lieb. Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ich baue gleich mal eine Mauer hier. Ich baue einen Speer. Ich wollte nur ein bisschen angeln gehen, weil ich ja noch auf Lordi warte, dass ich das verkaufen kann. Da kommt ein Sträfling an, der hupft. Ja, lass mich da erstmal meinen Katana nehmen, du Sack. So, frech. Siehst du, du kannst den Leuchtturm erkunden gehen und ich... Nein, ich guck dir beim Angeln zu. Okay. Den kann ich nämlich in der Zeit meine Stulle knuspern. Und mal kurz raustepsen. Sehr schön. Lolle. Er hat zwar geschenkter Loot gewesen, aber nee, ich fahr zu Domi. Hier waren gerade zwei Police Stations. Wir sind hier links vom Leuchtturm, Lordi. Ich renn auch mal mit einer Kiste zum Angeln. Ja, da ist mein ganzes Angelzeug drin. Ich würde ja sagen, fahr doch schwarzes Loch. Ich würde ja sagen, fahr einfach weiter mit Auto ran ans Wasser, aber machst dein U-Boot draus. Genau deswegen packt das ein ganzes Stück weit weg, weil ich mein Talent kenne mit U-Booten. Ja. Ich meine, realistisch bin ich ja schon, ne? Manchmal. Ja, lieb. Ja, genau so. So, dann zeig mal, was du kannst. Hier ist doch alles dran. Schnur, das, passt. Na. Manchmal muss man ruhig sein. Nee, musst du nicht. Es sei denn, du gehst auf Welsangel. Da musst du ruhig sein. Essen. Nom. Oder du gehst mit Lordi angeln. Ich muss mal eine Bratwurst. Nee, Bratwurst. Die haben mich immer nur mitgenommen zum Angeln, damit ich was zu essen für die mache. Ja, ist ja nicht verkehrt, wenn einer kocht. Luftkissenboot. Das kann nur von Kobold kommen. Kannst du den einfach mal so eine halbe Stunde in Timeout schieben? Nein. Echt? Nein, nicht dafür. Hast du bei Scam deinen Verpicklungsschutz an, Dummi? Nee. Mach dir den mal an. Wo geht der an? Escape. Option. Ausblendung von Nacktheit. Ach da. Siehst du, ich habe das vorhin nicht gesehen. Glaubst du das? Okay. Ja, kein Problem. So. Sehr schön. Oh, wie sieht's auch immer nicht, wenn er auf Klo geht? Ja, nur also, ne? Wie dich daran, der ist kleiner, als du denkst. Kennst du? Nee. Doch. Es kommt doch nicht auf die Größe an. Kommt nur auf den Gestank drauf an. Genau, wenn er riecht wie ein Großer, ist er ein Großer. Richtig. Riecht wie ein Fischkuder. Wie ein Küchfutter.
So. Igitt. Aber Luftkissenboot, Naikuno. Deswegen ist Obi ein Sparfilm. Jetzt wird langsam ein Schub draus. Was ist Obi? Nee, nix. Was ist Obi? Deswegen isst du kein Spargel. Jetzt wird langsam ein Schub draus. Ich war am Tauchen und ihr sagt mir, meine Füße sind klitschnass. Ich mag den Humor von dem Spiel. Ey, das ist so wie COD. Du legst dich in eine Schlafkapsel und der COD sagt zu dir, du kannst dich hier nicht hinstellen. Nee. Na, aber hinstellen. Entschuldige, ich hab grad mein Toastbrot in der Schule. Oder 7 Days to Die. Bringst in den Swimmingpool bei uns und dann sagt er, wenn du unter Wasser bist, du kannst hier nicht atmen. Ja, ein richtiger Sherlock. No shit, Sherlock. Würdest du dir bitte was anziehen, wenn du hier rumläufst? Ich hab eine Unterhose an, ich hab ein Shirt an und ich hab Socken an. Was willst du von mir? Na, dich mal richtig anziehen. Du frierst doch. Nachher jammerst du wieder rum. Soll ich untergehen? Ja. Solange ich mir keinen Penisschnupfen hole und der permanent niest, ist okay. Das stelle ich mir aber witzig vor. Was ist denn nur mit den Fischen los? Ich stehe jetzt an der Kasse und deinen Schritt so. Hachi! Hoppla, es tut mir leid, das macht er schon seit einer ganzen Weile. Es ist mir schon wieder die Angelschnur gerissen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn nur heute mit den Fischen los? Ich wechsle mal die Angel. Die hat mir irgendwie mehr Glück gebracht. Angel mal die Wechsel? Mhm. Genau so. So, dann schauen wir mal. Müsste jetzt eigentlich besser funktionieren, hoffe ich. Hier die Fischkreise weg. Da. Na 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 na. Mit dem Wurm kann er aber nicht angeln. Es gibt auch Fische, die kriegen nur die kleinen Würmer in die Schnute. Ich hab grad einen Fisch an der Angel, das ist jetzt. Pingelst du mich jetzt wirklich an? Was ist dein Ernst? Nein, mein Detlef. Siehst du schon, du hast einen Fischjager, siehst du? Mhm. Das war mein Glücksstrahl. Ja, wer kennt's nicht, ne? Das recht. Ach, schön. Ich pulle aber nur die Menschen an, die gerne hab. Das ist sehr nett so. Von dir. Nicht wahr, Leute, kennst du, du hast mir dabei gebracht. Ich weiß auch immer nur die Leute, die ich gern hab. Siehst du? Das kenne ich. Ein wenig kannibalistisch veranlagt. Ja, aber das ist so, wenn man sie gern hat, dann muss man halt mal zubeißen. Kann das schon verstehen. Gut, ich meine, ich kann das schon verstehen, nur die Rotenburg ist jetzt nicht so weit weg von dir. Nee, 46 Kilometer. Da wohnt auch die eine Prinzenperle, ne? Jetzt weißt du, warum die da wohnt, ist doch? Nee, die wohnt in eine andere Richtung. Ah. Die Fische sind entkommen, frech. Ich fühle mich gerade wie so ein Gürteltier. Gürteltier? Mhm. Die roll ja auch gerade über die Straße. Bist rollig? Ja, mein Auto. Ha, die rollen Autos, wer kennt's nicht? Wie der Herr, so ist Geschere, habe ich mir mal sagen lassen. Ach, deswegen verleiht Kobi sein Auto immer, verstehe. Was? Willst du damit sagen, Kobi verleiht sich selber? Also...
Oh. Ich möchte mich aus dieser Diskussion raushalten, weil ich erreiche meinen Anwalt gerade nicht. Ich bin hier nur am Heulen wegen dem Dach. Dann musst du weniger Zwiebeln schneiden. Ja. Aber Zwiebeln. Aber schneiden. Zwiebeln sind wichtig. Sehr schön, heute läuft. Holla. Wo läuft's denn hin? Rückwärts und bergab, aber läuft. In die Buchse. Nein. Und ich bin nicht mal. Ja, ja. Aber ich hab doch gar keine Buchse an. Frech. Und ich dachte, es kommt aus dem Wasser, wisst ihr, aber nee. Oh. Boah. Schön. Mann, ey. Schön, also, ich bin nett und verschone ihn die ganze Zeit und das kann man ja nicht machen. So kriegt man es wieder zurück, ne? Ja. Dafür stecke ich auch genug ein. Also darf ich auch mal austeilen. Willst du da abstreiten, Domi? Nein. Ich doch niemals. Was steckt er denn nun schon wieder ein? Muss ich dich wieder von der Kaufhaussicherheit abholen? Ja. Sich die gerade verdunkelt, ne? Weil hier ein paar Wolken aufziehen. Steht hier immer noch ein Buchse rum, ne? Wäre ich? Da brauche ich mich gar nicht wundern, dass die Fische gar nicht so gut beißen. Die sind ja alle abgeschreckt. Tommy? Ja? Danke, Entschuldigung. Nein. Oh. Frech. Den Obi wird jetzt nicht jagelt, der kann es vergessen. Ich habe einen Fisch dran. Einen Fisch. Ein Fisch. Muss ihm nur Leine geben. Die Kiste heißt wirklich Lotti Angeln. Wie süß ist das denn? Ja. Und eine Ordnung in dieser Kiste ist der Wahnsinn. Naja, man muss ja auch alles ein bisschen. Ja. Alles ein bisschen sortieren, sonst Ordnung ist das halbe Leben. Und lass Würdem und Gomorra in der Kiste. Wieso wickelt da hinten den Fisch rum? Guck mal, ich ihn gerade dran hab. Deine Leine ist hier vorne, der Fisch ist da hinten. Hä? Wo hinten? Guck mal bei mir im Stream. Warte. Da, wo jetzt der weiße Punkt ist, da wickelt er. Da. Jetzt ist er weg. Hä? Meine Angelschnur ist schon wieder gerissen. Huch. Nehme ich schon extra die dicke Angelschnur, ne? WLAN-Fisch. Mit Granaten die Fische zu töten, hatten wir ja letztes Mal probiert. Kann man die erschießen? Nee, ne? Nee, das hat der Miguel das letzte Mal auch probiert, aber das ging auch nicht. Domi, du hast doch dein Katana in der Tech. Ja. Der Parkplatzwächter steht da in unserem Auto und meine Waffen sind im Auto. Würdest du dem mal kurz überreden, dass wir Ja, dass wir so ein Parkticket an der Fensterscheibe kleben haben? Jo, mach ich. Komm her. Hallo. Dankeschön. Bitteschön. Schauen wir mal, ob er was dabei hatte. Ich will ja nicht schätzen, aber ich würde ihn töten. Nee, ich kann ihn nicht töten. Wieso mich immer alle töten wollen? Das kam auch diesmal noch Flasche. Was sagst du, Lotti? Nein. Wiederhol mal bitte. Mhm. Wiederhol mal bitte.
Wiederhol mal bitte. Wo ist Opi, habe ich gesagt. Na, hier so. Hallo. Ah, hey. Tja. Was machen Sachen? Ich sortiere mich gerade. Du hast deine Angel da liegen? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, vom Hühner nach Nein. Genau so. So. Ich sortiere mich gerade und wie ist das so? Was machst du? Dich verziehen? Nee, sie sortiert sich gerade und wie ist das so? Ach so. Es ist ziemlich anstrengend tatsächlich. Machen nicht nochmal. Mach dann ein bisschen Aua, mach nicht nochmal. Mhm. Genau so. Mittlere Packung, Packung mit doppelten Angelhaken. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal die einfachen. Mittleren. In dem Shirt irgendwas drinnen? Nee, ne? Nee. Raus damit. Raus damit. Oh, nee, erst Angelschnur, dann Pose, dann Angelhaken und dann die Köder. Den Angelhaken. So. Den Angelhaken, genau. Domi, so. Hast du dir jetzt eigentlich neue Schuhe gekauft? Ich hab welche von Opi gekriegt. Aha. Armeestiefel. Damit ich mich selber im Spiegel anschauen kann und streicheln kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So entstehen die Selfies auf OnlyFans. Okay, all klar. Ja, na, was dachtest du denn? Zieh meine Pose nicht da. Also. Was dachtest du denn? Irgendwie muss man ja sein Geld verdienen. Ja, ja. Nee. Dann sitzt du mir vor dem Spiegel mit der Selfie-Kamera. Na, no, du schöner Stiefel. Oh. Na, du wunderschöner Stiefel. Wie wird denn das statt Sascha Hetzen tut, dass er online kommt, der Pfeifenkopf? Dann zeig ihm mal meinen Katana. Ja, Sascha, du kannst doch mit reinkommen. Ich gar keine schlechte Idee. Ich hab eine Hippie-Hose von die Firma Sascha schenken. Mhm. I wanna be a hippie, ne, 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 ne. Boah, Bargeldmalzen. So, der letzte Köder und dann können wir verkaufen gehen. Passt auch, ich bin auch gleich beim Händler. Sehr schön. Sag mal. Was? Ich dachte, du bist hier. Oh, nee. Hm. Ich war ein bisschen verwirrt hier. Hoppla. Huch. Upsi. Huch. Na, bleib hier. Ansicht. Eventuell hat dir gerade ein Holzbrett vom Kopf geschmissen. Du rüttelst heute ganz schön am Ohrfeigenbaum. Ich schüttel. Nein, nicht das Schütteln. Aber das. Na, am Baum schütteln, hallo. Ja, man kann es auch Palme wedeln nennen. Aber wie nein. Du bist nicht vorm Spiegel mit deinen Boots. Aber Boots. Aber Boots. Ich könnte jetzt auch eine Mehlpackung gegen den Kopf schmeißen. Und die müsste im Platz ja. Und den Rest so als weiße Dispenser rum. Das wäre geil. Das wäre ja echt ein nicer Dicer. Hallo Ibims, einst Domi-Gespenst. Hallo! Komme ich denn jetzt am schnellsten zu euch? Mit Sascha, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Die Straße links hoch, ja, bis zum Ende durch. Guck mal bei mir im Stream, Lodi. Hä, siehst du mich auf der Karte? Guck mal bei mir im Stream. Du bist so klein. Das hat mein Ex auch immer gesagt. Abgründer. Mach mal den Stream von mir auf, Lodi. Ja. Guck mal, da der grüne Punkt, das bist du. Und hier oben an dem Zipfel, das grüne ist Domi und das rote bin ich. Wir sind am Leuchtturm. Ah, okay. Ich lasse meine Karte offen, dass du navigieren kannst. Eieiei, was ist denn hier schon wieder los? So eine Scheiße. Hat mich das gerade erschreckt, ey. Oh Gott. Oh Mann, ey.
Als mich jemand auf der Straße geschieht hat, das war offenbar so rutschelig. So. Ah, Leitplanke! Leitplanke, nimm die von Domi, nimm die Finger da weg. Ja. Domi aus jetzt. Endlich sehe ich einen Leuchtturm. Leuchtturm, ja. Ich vom Leuchtturm, ich im Wasser. Ach so. Die Forelle hat angerufen. Mit welcher Nummer denn? Ich hab Domi letztens so ein Meme geschickt, wo die Olli ihren Kerl anmault. Nee, ich dachte, du warst angeln. Ja, Schatz, war ich doch auch. Die Forelle hat angerufen. So viel Glück muss man denn aber auch erstmal haben als Mann, oder? Mhm. Da schreit ein Zombie aus dem Wald. Der Waldkaut. Jetzt schreit er nicht mal aus dem Wald, der kommt. Jetzt schreit er aus seinem Kühler. Nee, schreien beide hinter Domi. Hinter mir? Ach da. Huch. Huch. Die Huchrolle ist wieder da. Ja, ich bin Lordi fast vors Auto gelaufen. C1, C1. Oh, ich bin schon wieder in der Dreckige. Ja. Ich hab hinter dir, Lordi, hinter dir. Ja, Domi. Dankeschön. Kannst du wieder eine nehmen? Vielen Dank. Ich müsste auch Antibiotikum. Ich habe da so eine ganze Dings mal gekauft letztens. Was ich im Auto, glaube ich, haben. Das ist echt anstrengend mit diesen permanenten Infektionen. Vielen Dank, ich habe sie wieder hingelegt. Mhm. Achso, warte mal. Die haben es gerade im Polizeirevier gefunden. Da. Na, den nehmen wir doch mit, Mensch. Sehr schön. I can see you. Da kommen drei Zombies zu euch, Vorsicht. Hallo, lass mich doch gehen. Da kommen noch zwei an. Ich kann nicht mehr rennen. Rechts von dir, Lordi. Den habe ich vom Dingsturm runter geschossen. Domi braucht Hilfe, Domi braucht Hilfe. Ja, ich muss nachladen, ja. Ich kann nicht. Alles gut. Ich renne weg. Ich renne nicht weg. Bist du tot? Ja. Domi. Warte, Domi, nichts machen. Das waren jetzt einfach zu viele. Da ist wieder. Dankeschön. Hallo, ich bin's, ein Domi. Ich geh erst mal aufs Auto. Komm her. Nee, ich kann nicht hüpfen mit dem... Was hast du denn alle? Jetzt hat sie den Bot nicht an. So ein Much, so ein Müll, so ein Schmutz. Ich wusste schon, warum. Ich habe vergessen zu starten. Frech. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich die Bots starte. Echt? Die hat jetzt den gleichen Kill-Counter-Bot wie wir, Lordi. Haben wir vorhin nur eingerichtet bei ihr. Aber eigentlich ist sie ja nicht tot, ne? Ja, ist richtig, aber sie war ja in dem Moment down. Und außerdem wird ja ein Test gewesen. Muss ich nächstes Mal wieder dran denken. Ich muss mir einen Zettel. Dann übersehe ich es nicht. Was musst du dir machen?
Ich mache mir einen Zettel an meinen Bildschirm, dass ich das immer starten muss. Hm. Sonst vergesse ich das. Wir könnten es ja noch richtig eskalieren lassen. Okay. Er könnte deinen Computer ja so einstellen, dass sobald du OBS startest, dass die Bosse im Hintergrund alle automatisch starten. Das wär natürlich cool. Da können wir nochmal drüber schauen, weil das wär, glaube ich, eine gute Sache für meinen Vergesserino-Kopf. Dann startest du versehentlich OBS, obwohl du gerade was anderes starten wolltest und... Moment, ich brauche mal eine Viertelstunde, ich muss erstmal wieder halt ausmachen. Das ist ja nicht weiter wild. Ausmachen geht immer. So. Sehr schön. Wir sind in der Erholung. Legen wir uns noch mal ganz kurz hin, dass es schneller geht. Genau. Oh. Ich bin irgendwie in der Main. Nein, ich hänge an der Treppe. Mami! Ey, komm mal. Haut die zurück. Junge. Nairan, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wie geht's dich, diese? Nein. Lass mich in Ruhe. Wieso können die? Ich hab mir gerade... Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich treffe Domi oder den Zombie. Ich habe den Zombie getroffen. Ganz gut. Sehr schön. Hallo, Lodi. Bing. Jetzt. Ich habe meinen Katana nämlich nicht mehr gehabt. Treffen, Schlumpi, treffen. Einfach treffen. Na, hui. So. Hab ich hier irgendwas bei, um mein Ding zu putzen? Also mein Katana? Putz mal dein Ding. Wow. Frech. Putzi, putzi. Meine ganzen Klamotten. Hast du eigentlich schon unseren neuen Hamster-Emote hier sehen, Lordi, im Chat, unseren Hamsti? Gerade noch nicht. Frech. Okay, ich brauche neue Sachen. Wir müssen zum Händler. Mein Mantel ist kaputt. Oh, armes Dumm. No. Der schöne rote Mantel. Hab lange gesucht. Brauchst du noch irgendwas aus meiner Supportkiste, bevor ich sie wegpacke? Irgendwie für deine Wunden? Ich bin gerade verwirrt. Nee. Naira hat doch letztens, ich glaube von dir, Domi, damit sie slotten kann, einen Zappi-Schenk gekriegt. Nein, Kuno hat einen von mir geschenkt gekriegt. Das war wegen ihm Klippen. Und Naira hat doch auch in die Schenke gekriegt. Jetzt wird sie wieder als Non-Zap angezeigt. Hell, warum? Also von mir hat sie keinen gekriegt. Hä? Okay. Hey. Wie geht's du? Ich hab mal eine Frage. Frag mal. Hat irgendwer von euch vielleicht einen... Ach, da kann ich nirgends reingucken. Hat irgendwer von euch einen Werkzeugkasten? Also kein Auto, sondern einen normalen dabei? Guck mal ins Auto. Madame Boom 93, Domi! Guck mal ins Auto, Lordi. Und das voll. Dankeschön, Domi. So war eigentlich nicht immer... Aber hä? Gerne. Bin ich jetzt wirklich so verpeilt oder was? Jetzt wirklich so verpeilt? Mhm, bist du? Bin auch verpeilt. Werkzeugkasten gefunden, Lordi? Ja, aber ich habe das leere Magazin, anstatt es wieder zu füllen, in die Verkaufskiste gelegt. Ja, gut, kann man so machen. Scheiße, alle neu kaufen. Warte mal, ich muss mal kurz raustapsen, ich muss mal kurz was gucken. Guck mal! Hamsti! Guck mal, Lordi, extra für dich eingefügt. Nee. Ich fahr schon mal zum Händler vor. Weil ich müsste nämlich mal kurz vor die Tränke-Rückgabe, Kinders.
Mach das. Damit ich hier nicht so einsam rumstehe, wenn ihr dann weg seid. Hier schreien schon wieder ein paar Zombies rum, seid vorsichtig. War gut. Hui! War ich gerade am Nachladen. Alter! Am Lachladen. Stauben kann uns eine Begrenzungswahl. Rengel, Dengel, Dengel, Dengel. Geht dir jetzt zu wie auf dem Rummel? Lass mal lieber sortieren, wenn wir in der Händlerzeit sind da. Ich bin dafür. Das war jetzt echt ein bisschen Chaos hier. Oh Mann, ey. T1, 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 okay. Muss nur kurz gucken, ob alles gut ist mit meinen Verletzungen. Heute ruckelt, ja, heute ruckelt der Shadow aber ganz schön in Scum, ne? Ich glaube, das ist nicht der Shadow. Bei mir ruckelt es nämlich auch ganz schön. Wolltest du zu den Olivenbäumen? Ja, wollte ich. Okay, ich frage halt. Wer kennt's nicht? Ein paar Oliven snacken? Ich bin mal ganz kurz bei der Tränkerückgabe, Kinders. Gleich bis. Dann muss ich dringend bei meinem Magazin nachladen. Was? Ach gut. Lottchen stellt sich selber wieder richtig hin. Das ist super, Lottchen. Normalerweise liegt Lotti nämlich immer irgendwo auf der Seite oder auf dem Kopf oder... Ja. Ich gehe mal Lotti reparieren. Und dann... Du sortierst erstmal, gell? Ich gehe erstmal Lotti reparieren und kaufe mir neue Klamotten und dann... wird die Runde. So, Lotti reparieren. Man sieht immer sehr gut, was für eine gute Autofahrerin ich bin. Anhand der Röte meines Autos. Wow, das ist die Abendröte. Das ist die Abendröte, genau. Die Morgenröte bedeutet immer Gutes, die Abendröte nicht so. Oh Mann, ey. Du. Hey, na? Alter, was leuchtet denn da so rot? Mein Auto. Ja? All get by or get lost. Radpanzerung. Was mich halt ein bisschen wundert, dass du diesen Aufsatz hier oben nicht reparieren kannst. Ich nehme alles zurück.
Ich nehme alles zurück. Es ging aber, geht aber an der Base nicht. Also wenn ich in der Base den Aufsatz oben reparieren möchte, dann funktioniert das nicht, egal was ich mache. Okay. Vielleicht ist das so, ihr wollt, dass du zum Händler musst. Ja, wahrscheinlich. Es hat ja auch nichts gekostet. Ich habe jetzt 0 Euro dafür bezahlt. Euro. Dollar. Günstig. Scam-Dollar. Ja. Scam-Dollar. Okay. Muss noch mal jemand in die Reparatur, dann sonst lasse ich Lottchen erstmal stehen. Glaube nicht. Lodi, okay. Weißt du, wo das liegt? Nein. Hör auf, mich immer zu hauen. Huch. Immer. Ja, du haust mich immer. Jeder so wird verdienen. Na. Irgendwann kommt der Moment und ich hole mein Scharfschützengewehr wieder raus. Nee. Es kommt dann, wenn du es nicht erwartest. Nee. Doch. Nein, sowas machen wir nicht. Oh doch, sowas machen wir. Na, aber nee. Na, aber doch. Bin ich voll dagegen. Na, ich bin aber voll dafür. Ha. Und ich ziehe doppelt meinen Körperumfang. Ja, da kannst du nichts dagegen sagen. Haha. So, mit dem Bankaccount? Genau, jetzt haben wir einen neuen Regenmantel. Braucht noch jemand MP5 Magazine? Ich hab so ja noch welche. Eventuell habe ich 2 zu viel vollgestopft. Ja, ich würde die nehmen. Davon kann man doch ja nicht so viel haben, Lodi. Oder? Doch, eigentlich. Ja. Die Milch wolltest du behalten, wa? Mhm. Dann nehmen wir die Milch aus dem hier auch mal raus und packen die Milch in die Support-Kiste. Ich hab noch Puderzucker in der Tasche. Puderzucker nehme ich gerne. Fürs Backen ist der echt perfekt. Ach, das Waffenreinigungsset ist da noch drin. Ach, deswegen. Jetzt ergibt es Sinn. Ich kann bei dem Banktypen eine Namensänderung kaufen. Wie willst du dich denn heißen, du denn? Wie willst du dich denn heißen, genau, Lodi? Ich darf den. Sagt wer? Meine Oma und die fährt im Hühnerstall Motorrad. Bock, 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 bock. Nee, ich muss dahinter. Nee, ich bin nicht verwirrt. Ah, nee, dahin muss ich. Wollt mal gucken, wie viel die Fische bringen. Was ist mit meinen Fischen? Meine Fische müssen mit. Okay. Aber Fische. Ich. Viech. Warum ist ein Auto abgeschlossen? 19 Dollar pro Fisch. Welches? Dummi, ihr Auto ist abgeschlossen. Ja, das ist immer abgeschlossen, damit es keiner nehmen kann. Echt? Ich wusste schon warum. Wollt ihr auf dem Fahrersitz kacken? Echt? Ich glaube genau aus dem Grund. Wir sind hier in der Safe Zone. Ich weiß. Deswegen habe ich es gemacht. Ach so. Ich bin nicht so frech wie du. Nee, du bist Frechheit, stimmt. Gobi auf zu lachen. Für was wärst du, Sascha?
Und sonst? Alles gut. Ich habe einen neuen Mantel, guck. Warum hast du ihn halt nicht repariert? Willst du auch meine neue... Willst du auch meine neue Hose, die anziehen? Ach, jetzt sucht der schon wieder von selber. Nee, hör auf. Oder sind das Streifen? Das sind Streifen. Und neue Schuhe hast du an? Ja, die habe ich von Lordi gekriegt. Ich habe die Lootkiste sortiert. Halt, der Wodka darf nicht mehr rein. Nee, den brauchen wir heute Abend. Opi? Ja? Was hast du für ein Auto? Da, mein Leica. Brauchst du sowas noch? Wie, noch eine Leica oder was? Nee, es ist eine Lichtmaschine vor Leica. Das Must-Have bei meinem Auto sind eigentlich Scheinwerfer immer. Achso, nee, die habe ich nicht. Nö, Lichtmaschine verkauf ruhig, Leute. Hier hast du ein paar Talerchen. Die verkauf ruhig. Der Snow ist gerade nicht da, die mir irgendwelche Ersatzteile rausklaut. Die Blutkiste. Dann packen wir mal hier unten unser Zeug rein, damit es nicht verkauft wird. Was allein den Wagenheber kriegst du 500 für. Ja. Irgendwann kommt der Moment, Sascha. Ich mach das wieder. Das war das letzte Mal auch schon so. Ich habe dann ein bisschen gewartet, bis keiner sich mehr daran erinnern konnte und dann habe ich es gemacht. Du weißt, dass ich deinen Chat auch lesen kann? Nein. Ach so, das ist eine Lüge. Entschuldigung. Ich hau dich doch aber immer nur in der Safe Zone. Du hast mich vorhin außerhalb der Safe Zone gehauen. Das war ein Versehen. Da bin ich gestolpert. Ach so. Mhm. Nee, ich verkneif's mir jetzt einfach. Ja, finde ich sehr respektvoll von dir. Mhm. Das ist schön. Würdest du bitte zwischen mir und ihm nicht rumstehen? Und schießt ihn ab und er sagt in dem Moment, niemand kümmert sich darum. Schön. Ja, das stimmt, das hat er wirklich. Lügen darf man nicht sagen. Aber lügen? Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich möchte ihn da jetzt auch nicht reinreden. Ich meine, in einem hohen Alter, ne, sollte man sich auch nicht so doll aufregen. Ja, und der Wunder, wenn sie immer wieder so eine Fresse kriegt von mir. Statt der Online kommt, dass er sich mal feine Fresse abholt von mir. Nee, sitzt nur im Stream und hetzt. Wird so ein zweiter Kobi, der Sascha. Was? Ja, schon richtig gehört, Kobi. Oh nein! Oh nee, alles gut. Oh nein, ach, alles gut. Oh, ich dachte jetzt schon, ich habe meine Bankkarte verkauft. Bankkarte verkauft. Klingt aber wirklich nach dir. Oder dir. Wow. Ich spreche ja nur die Tatsachen aus. Ja. Gleich haut er mich wieder. Jetzt guckt er die Rind wegen meinem Dachgepäckträger. Oh Mann! Was machst du? Nix. So, du hast gerade gesehen, das ist unfair, oder? Sei ehrlich. Na, bischle. Ich wollte mein Auto für die Eingangstür stellen, dass du da nicht mehr rauskommst, aber ich dachte, der Gepäckträger sagt, no. Sehr schön. Guter Dachgepäckträger. Sehr guter Dachgepäckträger. Da
Was willst du denn hier? Gerade wenn ich wehrlos bin und hier drin alles verkaufe. Ich. Gobi, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen, Gobi. Schnell weg, ich war nicht. Lodi, mein Sohn, den liegt. Hältst du mich da raus? Ich geb ein Alibi dir nicht. Das ist jetzt aber sehr schade. Jetzt bin ich gespannt. Hey, na? Was hast du gemacht? Nix. Als ob ich immer irgendwas mache. Ich weiß nicht, was du meinst. Was machst du denn? Warum? Meine arme Lotti wurde missbraucht. Schön. Warum hast du das getan? Also, ich habe vielleicht Bremse mit Gas verwechselt. Oh, Opi macht schon wieder Opi-Sachen. Wie sie mit ihrer Kiste rumrennt und so gucken, was passiert ist. Naja, ich muss ja gucken, ob Lotti noch lebt. Vielleicht hast du sie in die Luft gesprengt, man weiß es ja nicht. Wow. Ich meine, du verwechselst auch normale mit Blendgranaten, ne? Das ist ja... Wow. Die Granate. Oh Mann, ey. Ich brauche Taschentücher unbedingt hier am PC. Okay, das Ding ist zu groß für meine kleine Waffe. Erste Mann hätte immer Taschentücher am PC. Ja, aber ich bin eine Frau. Klopapier hier. Ach, Leute, falscher Zeitpunkt. Ja, günstiger mir als ganze Taschentücher. Ach, schön. Ich würd ein bisschen Klopapier nehmen, wenn das okay wäre. Oh Mann, ey. Hier unten sind noch Schlagstöcke. So. Ich habe sie. Jetzt nicht wahr. Bobby! Ja? Was ist denn das? Lange Geschichte? Möchtest du drüber reden? Nein. Okay. Und was ist passiert? Nix. Hast du eigentlich schon eine Sonnenbrille, Opi? Ja. Sonnenbrille, deswegen frage ich. Naira? Junge! Du hast ein Leica, hast du gesagt, Opi, ne? Positiv. Komm mal her, ich hab was. Komm mal her! So werden also kleine Autos gemacht. Psst. Ruhe. Psst. Ist das jetzt dein Ernst, dass du gerade über Lotti drüber fährst? Nee, ich will raus! Machst du gerade Metagaming? Na, ich muss ja jetzt mal gucken, weil das ist ja echt
Du bist die ganze Zeit an Lotti zugange. Wie sollte ich da so nicht so wieder gucken? Da, wer ist gestorben oder was ist explodiert? Hier ist überhaupt nichts passiert. Hier ist alles... naja... Opi missbraucht meine Lotti. Ich will hier nur raus! Warum bist du da denn überhaupt rein? Ich hab Bremse mit Gas. Mhm. Vorhin hätte ich dir das vielleicht noch geglaubt, jetzt nicht mehr. Ich komm gleich und pack Lotti aus, da hast du vielleicht eine Chance rauszukommen. Ich verkauf nur die letzten zwei Sachen noch. So sehe ich gleich Lotti irgendwie in der Luft fliegen. Oh nein, bitte nicht. So, bin draußen. Weil ich glaube, jetzt musst du denn mal Platz machen, dass ich mein Auto reparieren kann. Mhm. Ja, Lotti, auf was wartest du genau? Auf dich. Ich. Fährt einfach über Lotti drüber. Du einfach wartet ja nicht. Ja. Oh, was hast du gesagt? Ne? Hatte ich nämlich noch an der Supportkiste. Boah, nice, danke schon. Ja, warte. Kriegst du was von mir als Dankeschön? Bitteschön. Bitteschön. So ein Frechfratz. Gibt's gar nicht. Ich fratze dir gleich ein paar. Ich fratze dir gleich ein paar. Was hast du, Lotti? Ich hab doch letztens den Leica gefunden und den komplett auseinandergenommen. Ach, die Frechfratze zu mir, Vorzeigebürger, verstehst du? Okay. Ich meine, du schläfst ja. Ist ja egal wann, aber Vorzeigebürger. Kannst du dir abstreiten? Das ist richtig. Okay, Loot ist leer, ne? Ja. So. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, ob Lotti nochmal Reparatur braucht. Warte ganz kurz. Nee, alles gut. Mein Gott. Warum kann ich den denn schon wieder nicht einschalten? Halt die Fresse! Ich brauche ja Batterien. Ich dachte, wenn Opi deine Gehhilfe in der Hand hat. Soll ich mich bei Ihnen unterhängeln, damit ich Ihnen den Weg zeigen kann? Omi? Ja? Ich hab hier noch was für dich. Unter anderem das. Vielen Dank. Ich muss dann auch nochmal in die Lootkiste reingucken. In der Lootkiste hängt noch ein bisschen was von mir drin. Moment, die Fische, die ich gefangen habe. Da piept einer vorbei. Ja, ich habe mich schon gewundert. In der Lootkiste sind noch die Fische, die ich gefangen habe. Hallo? Ich möchte bitte nicht einsteigen. Opi hat Metall gefunden. Sehr schön. Ja, blindes Huhn und so findet auch mal. Oder so, ne? Blindes Huhn und so. Sind zwei MP-Magazine, die fallen. Oh, das ist ein nerviges Geräusch. Da redet einer mit Aliens. Nachher kommt E.T. angeflogen, angerufen. Nimmst du die auf? Ja? Wir liegen hinter dir. Was liegt hinter mir? Hä? Nur noch Fußball, die sind sogar voll. Ah, vielen Dank. Das sind die ich zu viel hatte. Vielen, vielen Dank. Sascha, du kleines Pennerkind, danke, dass ich 2 Minuten die Klappe halten durfte, du Arsch.
Ah, Opi wollte so um Hilfe piepen. Ja. Ah. Und ihr nehmt mich ja nicht für voll, dass ich in der Notlage bin. Hilfe, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Verwirrtheit ist keine Notlage. Denk dich dran erinnern? Ja, bitte. Noch ein Zettel mehr Monitor. Na, Zettel am Monitor, wichtig. Kennst du diese College-Blöcke? Ja. So ein Ding hängt dann mit der Schuhe an deinem Monitor. Frech. Bitteschön, habe ich gern gemacht. Du bist zu aufmerksam, Sascha. Frech. Frech. Frech, freche Reno. Freche, freche, also freche. Bin ich jetzt fertig, ne? Mhm, aber bevor wir nochmal irgendwo hinfahren, gehe ich mal ganz kurz Quarz. Für kleine Königstiger, Quarz. Königstiger, so möchte ich einen Königspudel, das nennt sie als Tiger. Als ob. Ich überlasse euch mal den anderen beiden. Ja. Nimm das vorher noch mit, der ist leer. Mit deiner Regensammelanlage. Dankeschön. Bis gleich. Tschüss. Klatsch. Erstmal voll gegen den Holt. Da 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 du da di da da. Dodi, mein Sohn, Lilly. Ein Auto ist überall rot, oder nicht? Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dum da na 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 do da di da day. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt der Stumpi zu seinem Lordilein. Ne? Na, na, na. Nee, diesmal habe ich gerade um den Chat geguckt, Domi. Diesmal hat es leider nicht funktioniert. Finden wir noch irgendwas vor meiner... Ah, warte mal, das ist das Teil sogar.
Wieso habe ich das nicht am Auto dran? I weiß nicht. Rotes Gummiboot. War aber auch geil, ne? Das Lied den Tag. Hallo, ich bin wieder da. Baby. Dankeschön. Schade, dass es nicht geklappt hat. Nee, weil ich hab da einen Hinweis gekriegt, dass die Werbeunterbrechung gleich zu Ende ist. Deswegen halt rüber geguckt. Und in dem Moment kam der Alert von dir. Traurig. Ich hab gar keine Fensterpanzerung vorne in der Windschutzscheibe. Da geht Domi hinterher. Du kannst ja auch erstmal deine Fensterpanzerung holen. Ich wollte jetzt erstmal nur zur Bank, ganz kurz. Nee. Da muss ich mir erst verdienen. Okay. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Muss dem erstmal sagen, dass der weniger Gebühren einziehen soll. Mhm. Das wäre echt super. So. Wo ist mein großer Zettel hier? Solltest du vielleicht ausblenden, für den Fall, dass meine Karte vergisst und jemand mitspielt, dann hat er deine PIN. Naja, aber ich gebe doch keine PIN ein, ich überweis doch. Ach so, okay. Dann habe ich nicht gesagt, dann verzeih bitte. Mhm. Ich wollte dich ja nur von möglichen Gefahren hinweisen. Meine PIN habe ich ganz schnell eingegeben, das hat man gar nicht gesehen. Mhm. Okay. So, Kinders, Schlumpi macht im Stream auch Feierabend, weil er jetzt Hunger kriegt. Ich bleib noch bei Domi im Stream vorhanden. Warum kann ich Domi nicht raiden? Was ist da los? Muss ich das händisch machen? Da. So. So, Kinders. Dann sehen wir uns gleich bei der lieben Domi weiter drüben. Ihr Opi macht ihn mir aus, dass er mal kurz Pause machen kann. Ja, dann stellen wir uns morgen 20 Uhr wieder, wenn er wollt. Und hier ist gleich bei der Domi drüben. Macht den Raid mit, alle andere wäre ehrenlos. Lasst Liebe da, falls ihr noch nicht habt. Und tschüss, gleich bis bei Domi drüben. Tschüss.